was ich an Lieblingsfußballclub, an Lieblingsjogginghosen, an Lieblingsschlagersänger, also ironisch zwar, aber doch an Lieblingsschlagersänger. Aber was in den letzten Jahren in meinem Freundeskreis ganz neu dazu kam, ist, das gibt es ja seit ein, zwei Jahren, das haben wir vorher nicht gehabt, eine Lieblingsmillionärin. Kategorie, da war ich, das war ganz neu für mich. Ja. Es geht um Marlene Engelhorn, wie sie verboten wird. Ja. Und ich habe die Ehre gehabt mit meiner Lieblingsmillionärin, also die anderen haben alle gesagt, nein, nichts. Die Ehre gehabt, in der Vorfeld ein Videogespräch zu führen, wo wir uns unterhalten und also, wird gefragt, wieso eigentlich. Wieso habt ihr mich eingeladen? Da haben wir doch keine drauf, so wissen wir uns nicht mehr, das ist jetzt nicht so ein Ding, und das ist mir super viel. Ich habe da als Beispiel genommen, das weiß ich noch ganz genau, dass sie da in einer Fernsehsendung, die war kurz vor diesem Gespräch, da war die Susanne Raabe, was ob du wer kennt, das ist und ich als Kabarettist darf das sagen, und es hat auch gar nichts mit ihrer Optik zu tun, es liegt am Inhalt von der Susanne ab. Es liegt am Inhalt, dass die optisch im Fernsehen oft echt deppert aus der Wäsche schaut. Das ist ein inhaltliches Argument, möchte betonen. Und Marlene Engelhorn ist es gelungen, ihr gegenüber zu sitzen und ihr Dinge, quasi Fakten, hinzuknallen, dass die Susanne Raab noch deppert aus der Wäsche schaut, als ich es bisher gewohnt war. Deswegen freue ich mich doppelt, dass Sie heute Abend hier ist. Damen und Herren, begrüßen Sie Marlene Engelhorn. Ja, also auf so eine Bühne zu kommen, ist gar nicht so einfach, auch wenn die das so klingen lassen. Dafür muss man sich ordentlich anstrengen. Also, sie musste mit Hans-Peter Haselstein eine Partei gründen. sie muss den ganzen Tag Bücher verkaufen, jeden Tag, und das Geld gehört trotzdem uns. ja, und die zwei armen Namen, die müssen jeden Abend lustig sein. Stellen Sie sich vor, Sie sind jeden Abend damit beschäftigt, dieselben Witze zu reißen. Ja, dass man auf so einer Bühne stehen darf, dafür muss man ordentlich was tun, also die Leute so, alle, nur ich halt nicht. Ich bin reich. Ja, und das reicht. Ich glaube, der Witz ist eigentlich, dass Sie sich gar nicht vorstellen können, was Reichsein wirklich bedeutet. Ich meine das in vollem Ernst. Das können Sie nicht, denn Sie sind nicht reich. Es ist aber wichtig, weil reiche Menschen wie ich haben keinen Tau vom normalen Leben. Wir können gar nichts. Wir müssen nämlich nicht. Wir können uns das Wissen und die Expertise immer dazu kaufen. Zum Beispiel Erlagscheine. Reiche können keine Erlagscheine ausfüllen. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um das zu lernen, und das ist tatsächlich kein Witz. Online-Banking, auch so eine Sache. Muss ich nicht selber machen. Ich muss nur anrufen, das macht jemand für mich. Oder bleiben wir beim Geld. Rechnen. Muss ich rechnen können. Keine Ahnung von Zahlen. Ich erbe mit dem Vermögen den gesamten FinanzberaterInnenstab der Familie gleich mit. Die machen das für mich. Das Einzige, was ich können muss, ist unterschreiben. So. Jetzt ist es halt so, reiche Menschen müssen nichts selber machen und nichts können und haben deswegen auch eine recht eingeschränkte Sicht auf die Welt.
werden aber trotzdem auf jede Bühne eingeladen, dort ihren Senf dazuzugeben. Immer. Wir Reichen können noch so ignorant und inkompetent sein. Es spielt keine Rolle. Und deswegen bin ich hier, um darauf hinzuweisen, nicht nur kennen wir uns nicht aus und haben keine Expertise, was wir beitragen, ist obendrein in der Regel nicht wertvoll. Ja, ganz im Gegenteil, ich habe einen Appell an Sie. Das meine ich so, ich fordere immer was ein, wenn ich auf einer Bühne stehe. Auch von Ihnen, Hausaufgabe. Hören Sie bitte auf, an Reiche wie mich zu glauben. Den Spiel wollte ich jetzt erst machen. Das ist nämlich der, wenn Sie aufhören, an mich zu glauben, dann verschwinde ich nicht. Ich bleibe hier stehen. Aber es ist wichtig, dass Sie aufhören, daran zu glauben, dass wir Reichen Ihre Welt retten werden. Das machen wir nicht. Wir ruinieren Ihre Welt. Oder steigen Sie auch mal so bequem in Ihren Privatjet und fliegen auf Ihre Privatinsel, um Ihrer Privatjacht einen Bussi zu geben. Das habe ich mir gedacht. Oh, nee, oder? Oder so wie der reiche Depp in Übersee, der sich ins Weltall hat schießen lassen. Und innerhalb von 10 Minuten so viel CO2 in die Welt gepustet hat, wie ein normaler Mensch in seinem ganzen Leben. Jetzt können Sie sagen, ja, in Österreich, da ist das Verhältnis ein bisschen anders als in Übersee, geht es ein bisschen fairer zu, oder? Na, schauen wir mal. Die 100 reichsten Menschen in diesem Land, die haben so viel Vermögen wie 5,5 Millionen ÖsterreicherInnen zusammen. Und diese 100 Menschen haben in den letzten beiden Jahren ihr Vermögen um 60% vermehrt. Während alle anderen, also Sie, sparen mussten. Es sei denn, Sie haben Ihre 60%ige Lohnerhöhung in der Tasche, lasse ich zur Ausnahme mal gelten, von wegen Vermögen und Einkommen ist nicht dasselbe. Glaube ich nicht. Jetzt können Sie sagen, ja, Marlene, dann red halt nicht so groß. Dann spend halt was, mach was. Ja, mach ich eh. Aber die anderen reichen halt auch, oder? Die spenden auch. Und jeder so für sein Hobby und seine Interessen. Also der Frank Stronach hat sich in österreichischen Fußball vernarrt und dort Millionen verbrannt. Der Sigi Wolf hat eine Unmenge an Geld über Jahrzehnte in seine Wiener Gemeindewohnung gesteckt, als Millionär, ganz wichtiges Investment. Oder ganz berühmt natürlich die Heidi Horten mit ihrem sagenhaften Parteispenden-Abo an die ÖVP. Wenn ich mir das so anschaue, dann merke ich, bei diesen Interessen ist so Weltrettung in der Regel nicht dabei. Das ist blöd, weil wir müssen es ja doch irgendwie richten, wenn es nicht übers Spenden geht, und dann, jetzt kommt die große Überraschung, Steuern. Steuern sind nämlich nicht so freiwillig fürs gute Gewissen, sondern mehr so demokratisch, staatlich organisiert und verpflichtend. Aber da muss ich Ihnen nichts erzählen. Und ich habe mir gedacht, darum kann man sich ja kümmern. Und wer kümmert sich darum? Die Republik. Und ich habe mir gedacht, da frage ich mal nach. Und jetzt müssten Sie sich fragen, wie jetzt einfach hingehen und nachfragen. Und ich sage, ja, weil Sie vergessen einen wichtigen Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ich bin reich. Wenn ich an die Tür klopfe, dann geht sie auf. Guten Abend, Marlene Engelhorn. Ja, grüß Sie. Ich bin die Republik Österreich. Bitte, nehmen Sie Platz, Schamsterdiener. Schön, dass Sie da sind, Frau Engelhorn. Ich wollte schon anrufen. Ja, also da bin ich ja hier genau richtig. Mein Anliegen ist nämlich die Besteuerung von Vermögen in Österreich. Da sprechen Sie nicht weiter. Ich kann Sie beruhigen, Frau Engelhorn. Wir sind ein Hochsteuerland. Also für die da, muss man dazu sagen. Also für alle, die arbeiten. Hören Sie mal. Naja, also das sind die armen Narren. Die müssen wirklich alles versteuern, was sie verdienen. Jeden Cent. Aber
Steuern sind doch grundsätzlich spitze. Ja, mir müssen Sie das nicht sagen. Ich finde Steuern ganz super. Ich bin die Republik. Ich brauche ja diese Steuern. Ich zahle ja damit alles, was für uns wichtig und wertvoll ist. Denkmal Straßen, Denkmal Schienen, Denkmal Schulen, Denkmal Spitäler. Ist ja alles steuerfinanziert. Ich finanziere damit eine Menge wundervolle Dinge, auch noch andere wundervolle Dinge. Denken wir an das goldene Klavier von Wolfgang Sobotka. Ja, oder die Corona-Nothilfen von Franz Hörl für seine Skilifte. Aber natürlich auch das Abgeordnetengehalt von Philippa Strache. Die heißt jetzt übrigens wieder Beck. Aber es ist eine andere Geschichte. Die Angelegenheit, die uns interessiert, sind ja die Steuern, die grundsätzlich gut sind. Und Sie haben jetzt gesagt auch, also Arbeit wird hoch besteuert. Und da habe ich mich gefragt, was ist es denn mit diesen absurden... Seien Sie unbesorgt. Frau Engler, muss Sie da unterbrechen. Ihr Vermögen lassen wir in Ruhe. Ich will auch gar nicht so genau wissen, wie viele Millionen Sie haben, wo Sie sie verstecken, was Sie damit machen. Das ist mir wirklich egal. Ja, aber es gibt schon die ein oder andere interessante Geschichte. Ich habe zum Beispiel in jeder Bank in Liechtenstein ein Konto. Na, Frau Engler, genug. Das darf ich gar nicht hören. Da muss ich nämlich von Amts wegen sonst überprüfen gehen. Das wäre mir sehr unangenehm. Es ist doch wirklich viel Arbeit. Keine Sorge, alles sauber. Und also in Liechtenstein gibt es auch nur zwei Banken. Jede klingt irgendwie cooler. Aber wobei, also die eine, die schließe ich ja. Und also ich müsste da jetzt die Finanzberatung anrufen, dass ich das weiß, weil ich will um die Uhrzeit nicht stören. Bin nämlich aufgeschmissen ohne meine Finanzberatung. Und ist auch eigentlich das Thema zurück zu den Steuern. Weil ich habe was nachgeschaut, das heißt nachschauen lassen. Und zwar, es gibt ja Steuern, die Reiche zahlen. Also warten Sie, haben wir Schummelzettel mitgenommen. So lang. Wie ist es denn mit der Gewerbekapitalsteuer? Also Frau Engelmann, also das haben wir abgeschafft 1900, muss ich kurz nachdenken, 86. Das war, glaube ich, bevor Sie geboren waren. Okay, dann Vermögenssteuer? Nein, abgeschafft. 1993, habe vorher gesehen, der Mann ist auch im Publikum, der das gemacht hat, aber er bereut es mittlerweile, habe ich gehört. Aber bei Wertpapieren, da... Nein. 1995, abgeschafft. Und wenn ich an der Börse spekuliere? Also Sie meinen die Börsenumsatzsteuer? Na, die ist seit 2000 weg. Okay, aber eine Erbschaftssteuer, weil so reich wie ich wird man nicht durch Arbeit, sondern nur durch Erbe. Nein, so weit kommt's noch. Die haben wir natürlich bereits 2008 beerdigt. Das war ganz feierlich. Eine schöne Leich. Sehr schön. Puh. Ja, da bleibt mir glatt die Spucke weg. Ich kann Sie trösten. Sie sind da internationale Spitze, Frau Engelhorn. Da sind Sie wirklich in einem guten Land zu Hause. In fast keinem anderen Land in Europa müssen Vermögende wie Sie so wenig beitragen wie hier in Österreich. Ich meine, stellen wir uns vor, Sie wären in Frankreich zu Hause, da müssten Sie 8-mal so viel zahlen. Also, Sie können wirklich froh sein. Ich habe da auch schon begonnen, das vielleicht in die Bundeshymne einzuarbeiten. Mein Vorschlag wäre, Land der Äcker, Land am Strome, fragst dich, wie ich Geld bekomme, Land der Hämmer, zukunftsreich, Heimat großer Töchter und Söhne, besteuern tun wir hier nur die Löhne. Country Club, in dem die Reichen tun können, was sie wollen. Beschwert sich denn da niemand? Nein. Ich meine, heiß umfedet, wild umstritten, dass wir Gestopfte nur zur Kasse bitten. Nie zur Kasse bitten. Nein. Aber ich möchte fair sein, es ist ja, also so ist es auch nicht. Hin und wieder kriege ich Anrufe. Das ist dann von so linksradikalen, grünversifften Organisationen. Sehr unangenehm. Sie kennen vielleicht ein paar. Weltbank. Internationaler Währungsfonds, OECD, rufen Sie mich an und sagen, was ist jetzt, war das wegen den Vermögenssteuern? Ja, aber dann können Sie doch... Na, Frau Engel, da lassen wir uns nichts reinreden hier in Österreich. Es hat gute Tradition, bei uns mischt sich sicher niemand ein, schon gar nicht international. Ne? Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt eine neue Idee, wir wollen die Grunderwerbsteuer senken. Da werden Sie vielleicht auf Ihrer Liste, weiß ja nicht, das ist eine Steuer, die ist eine der wenigen vermögensbezogenen Steuern, die wir im Land noch haben. 2 Milliarden Euro bringt uns das... jedes Jahr. Und wenn ich die endlich senke, dann können Vermögende wie Sie endlich wirklich fast nichts mehr zum Haushalt beitragen. Endlich? Ja, Frau Engel. Ich will Ihnen das erklären. Sie haben gesagt, Sie tun sich mit dem Rechnen so schwer. Stellen Sie sich vor. Sommer. Alle Steuern in Österreich sind 100 Euro. Gut.
80 von diesen 100 Euro kommen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil die hakeln und die gehen was einkaufen. Also Arbeit und Konsum bringen uns schon mal 80 Euro. Sehr gut. Und 4 holen wir eben aus den vermögensbezogenen Steuern. Also 4 von den 100 Euro kommen dann von Leuten wie Ihnen. Und da wäre jetzt meine Idee, wir senken die Grunderwerbsteuer um die Hälfte. Das heißt, dann haben wir nur noch 2 Euro aus dem Vermögen. Das schenke ich Ihnen nichts zu danken. Und was ist mit dem Rest? Ah, das sind nur so ein paar Peanuts. Wobei, eine Sache stört mich schon noch. Also 6 von den 100 Euro zahlen ja die Unternehmen und die Konzerne von ihren Gewinnen. Okay, so, jetzt rechne ich mal auf eigene Faust. Soll heißen, dass die Leute, die arbeiten gehen, 12-mal mehr beitragen als die, denen die Konzerne gehören? Ja, leider. Noch. Ich habe da auch schon Erfolge an dieser Front zu melden. Ich habe jetzt gerade am 1. Jänner die Gewinnsteuer für Unternehmen und Konzerne gesenkt. Ich habe das nächstes Jahr wieder vor. Das heißt, die zahlen dann nur noch 23%. Ah, Sie müssen sich vorstellen, in den 70er Jahren waren das 55%. Finsterstes Mittelalter, bitte. In Österreich sind 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet. Und das Beste, was uns dazu einfällt, ist, die Steuer auf Großkonzerne zu senken. So apropos Mittelalter, steht da niemand mit Fackel und Mistgabel vom Kanzleramt? Na. Wieder beruhigen, Frau Engelhorn, und auch trösten, da schauen wir schon drauf, dass die nichts mitbekommen. Wir haben da viele gute Ideen. Eine kann ich Ihnen zeigen, habe ich da zufällig bei mir, zum Beispiel hier, auf der Jagd nach Sozialbetrügern. Also wir lenken die Leute schon sehr geschickt ab, wir gründen also Sonderkommissionen, SOKO, Sozialbetrug im Innenministerium, und da holen wir uns dann jedes Jahr 20 Millionen Euro. Die zahlen wir dann aus, bei den Leuten, die Mindestsicherung irgendwas falsch gemacht haben oder bei der Pension irgendwas am Formular falsch angedeutet, passt schon, Sozialbetrüger, geht schon immer. 20 Millionen holen wir uns da, das feiern wir dann jedes Jahr, mehrere Kronekaffer haben wir da, passt, da denkt dann niemand mehr ans Vermögen. 20 Millionen. Mhm. Wissen Sie eigentlich auch, wie viel Ihnen jährlich entgeht aufgrund von Steuerbetrug? Selbstverständlich, 15 Milliarden Euro. Ah ja. Okay, also für 20 Millionen, das kriege ich jetzt ohne Finanzberatung, pass auf. Für 20 Millionen Sozialbetrug macht es so ein Zinnober, aber gleichzeitig wird 750 Mal so viel einfach an Steuergeldern hinterzogen, bequem ignoriert. Habt ihr auch eine Ahnung davon, wie viel euch entgeht, weil ihr nicht jährlich eine gescheite Vermögensteuer erhebt? Ja, das wissen die Experten auch ganz genau. 5 Milliarden Euro werden es schon sein, ja. Boah. Ja, aber keine Angst, da werden wir weiterhin die Füßchen ganz stillhalten als Republik. Obwohl es ja seit Jahren stabile Mehrheiten für Vermögensteuern gibt. Können Sie sich das vorstellen? Nein, wie war es jetzt? Ja, stabile Mehrheiten. Das kriegt halt keiner mit, ne? Warum denn nicht? Naja, wenn das halt dann nicht so groß auf der Zeitung steht, logischerweise. Und naja, sagen wir es auch dazu, ein TV-Sender und die 3 größten Zeitungen im Land gehören ja den reichsten Leuten auch im Land, muss man schon sagen. Und die anderen Zeitungen gehören auch den üblichen Verdächtigen, also katholische Kirche, Raiffeisen, also kurz gesagt einer ultrakonservativen Institution, die auf so viel Geld und Gütern sitzt und wirklich überall versucht, sich in die Politik einzumischen, und die Kirche. Ah ja. Und gibt es da auch gute Nachrichten? Naja, die passen gut auf, da kann ich Sie beruhigen, Frau Engelhorn. Es mag Mehrheiten geben, das ist wahr, aber die Mehrheit weiß nicht, dass er Mehrheit ist. Das ist ganz praktisch. Und selbst wenn, passen wir auch auf, da müsste die Politik handeln. Da müssten wir dann was beschließen, da haben wir auch schon Sorge getragen. Die reichsten Familien in dem Land besitzen ja nicht nur halb Medien Österreich, die sind ja auch zuständig für, solange wir es noch gewusst haben, für 2/3 der Spenden, zum Beispiel an die ÖVP. Okay, und wenn es aber diese gesellschaftlichen Mehrheiten gibt, dann kann man doch auch anders regeln. Na, da passen wir auch auf. Da passen wir ganz genau auf, kann ich Ihnen sagen, weil die meisten dürfen ja gar nicht mehr wählen, da passen wir sehr genau auf. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, jeder Dritte in Wien darf nicht mehr wählen. Und da schauen wir, wie die Haftelmacher, dass auch die Richtigen nicht wählen gehen dürfen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, von 10 Hacklern, 6 nicht mehr wahlberechtigt. Solide. Okay, aber... Da danke ich Ihnen ja fast schon dafür, dass Sie mein Interesse noch wahrnehmen gern, können. Frau Engelhorn, gern. Gut, also...
meine Stimme zählt in der Demokratie etwas mehr, wie es aussieht. Muss, also, Sie fragen sich, was ist mit den anderen? Ja, muss die Demokratie das nicht irgendwie auffangen? Naja, haben auch vorgesorgt, da möchte ich nochmal den Kanzler zitieren, Karl Nehammer, der sagt ja ganz klar, also für alle anderen gibt es eh Alkohol, bei Bedarf, Psychopharmaka, passt. Okay, ich denke, ich habe genug gehört und denke mir, müsste die Frage nicht eigentlich lauten, muss das so sein? Muss die Republik so sein, oder? Könnte die Republik auch ganz anders ausschauen? Sicher müsste die Republik nicht so grausig sein. Das hat auch damit zu tun, dass wir da ein bisschen zuschauen, dass sich die Reichen die Republik so herrichten. Das Land könnte ganz anders ausschauen. Wichtig ist dabei, ich werde es Ihnen nicht richten. Die Reichen, wir Reichen, werden es Ihnen nicht richten. Und ganz ehrlich gesagt, in einer Demokratie ist das auch nicht unser Job. Genau. Tatsächlich ist es der Job der Politik. Das Geld von denen zu nehmen, die viel zu viel haben, und damit das zu machen, was dringend notwendig wäre. Dafür zu sorgen, dass wir genug Kindergärten haben. Dafür zu sorgen, dass man in dem Land in Würde alt werden kann. Dafür zu sorgen, dass wir nicht 3 Monate auf einen wichtigen Arzttermin warten. Dafür zu sorgen, dass unsere Schulen gut ausgerüstet sind. Dafür zu sorgen, dass kein Kind in diesem Land in Armut aufwachsen muss. Das wäre der Job der Politik. Halt auch was tun. Dafür müssten wir uns nicht länger darauf ausruhen, dass wir uns denken, naja, was kann meine Stimme schon ausrichten? Ich bin ja nur einer oder eine von vielen. Ja genau, aber die Betonung ist anders. Du bist eine oder einer von vielen. Und wenn die vielen gemeinsam was anschieben, dann geraten auch in dieser Republik die Dinge ganz gehörig ins Rutschen.